Ein Helikopter. Ich habe jetzt das kommen. Hast du schon wieder angeschossen? Hab mehr Errungenschaft, Rinderhack. Ich habe eine Kuh getötet. Bin immer nicht gesucht, Daniel. Ich verspreche dir, dass du nicht gesucht bist. Mir doch egal, Hauptsache. Ich wurde auch nicht gesucht. Ich habe noch eine Kuh gemacht. Das sah beim ersten Mal lustig aus, also habe ich es nochmal getan. Im schönen Frühling bestellen die Frauen das Beet. Macht ihr Scherze? Ich bin auch noch mehr. Ich frag mal diesen Betrunken hier nach dem Gedicht. Oder den Bart. Ich würde hier stehen und. Ja, egal. Wie ich muss das kaufen. Das Beet. Wenn die Ernte kommt, trinke ich das Beet. Der Schlachtstift des notorischen Alkoholikers. Du musst doch verdammt ein Gewicht Gedicht kaufen, ey. Der will Geld haben, der Pisser. Ich würde hier stehen. Ja. Was soll's? Egal, was ist. Ich würde das? Was soll's, ey? Nun sind wir hier auf der Partnerbörse. So viel zu tun. Wir machen alles für Geld. Das ist doch irgendwie so. Meinst du, ich mache die ganzen Quests, weil ich deine Gesellschaft so genieße? Willst du mich verarschen? Wenn das so wäre, dann würdest du das die ganze Zeit alleine spielen, du Pisser. Da ist die Logik zusammengebrochen, Daniel. Oh, hallo. Da. Du torkelst doch hier rum, du Pisser, aber der torkelt hier rum und labert die Leute an. Was ist denn das für ein Arschloch? Oh, ich hasse. Was macht die denn da? Hat es denn kein? Die will springen. Was nicht gehört gemacht, ist denn kein? Die Pforten der Hölle. Es kommt aus der Hölle. Aus der Hölle. Nicht nett zu mir. Ich hab ja auch noch über einen Klon fest. Scheiße. Halt die Schnauze, boah. Das ist Gandalf der Besoffene. Was? Da ein Wortspiel, das ist dann Gandalf der Blaue. Ja. Nun, nein. Ich habe nur darüber nachgedacht. Vor allem, warum heißen die alle? Wie? Wie originell? Ah, jetzt können wir den verdammt Wetten mal gar nicht kaufen müssen. Ein orkisches Gedicht, ey. Ja, hab ich auch. Wieso das denn? Du bist doch gar kein Ork. Das ist ja Gedicht von dem Besoffenen wahrscheinlich. Wenn wir den jetzt empfohlen haben. Warum ist denn jetzt ja auf einmal nix? Boah, was zum. Der hat die in seine Tasche gesteckt, der heißt so was geht. Ich will dich an den Haaren ziehen und dich nennen eine. Hör auf, bitte. Hör auf damit. Ich will dich an den Haaren. Das ist das schlimmste Gedicht aller Zeiten. Geh weg, Jules. Hatten wir nicht gerade? Nie zurück. Mit den Haaren ziehen? Das war's dann wohl. Halt die Schnauze. Ich persönlich fand das ziemlich gut. Aber ohne sie. Oh, was soll ich? Wir haben eine Ehe ruiniert. Ich persönlich fand das ziemlich gut. Aber ohne sie. Oh, was soll ich? Häng dich an deinen Haaren auf. Ich kann es nicht glauben. Nach all den Jahren, in denen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Liebe zerstört. Ich werde nicht mehr eine. Ja, verdammt. Das stimmt wohl. Dabei sind wir hier der Untergebene von Mara. Wir sind deren. Ja, wir sind die Priester von der. Das wird ja gar nicht gefallen. Die wird irgendwie einen Blitz oder so auf uns niederprasseln lassen. Vorm Fall eines Herzens. Ja. Habt kein Mitleid mit mir. Ich,
Ich kann es nicht glauben. Und zwar von einem richtigen Herzen. Es war nicht so einem komischen Herzen, wie wir uns das vorstellen, sondern so ein Beutel. Mit den Qualen der Liebe gönnen wir uns aus. Jetzt gehen wir hier rein, jetzt machen wir alles platt und dann gehen wir wieder raus. Du hast den ersten weg, den zweiten und den dritten wirst du aber schaffen. Ja, sind wir noch Skelettschützen. Ja, das sagst du so. Weißt du, das letzte Mal, als wir in so einem scheiß Ding, in so einem komischen Helden-Mongo-Ding, da wandert nur Ratten und die haben uns fertig gemacht. Ach, ich zieh den jetzt einfach an mich heran. Dann kommen die anderen auch auf mich los. Ich setze meine Ultimate ein und dann sterbe ich. Och man. Ich kann jetzt eigentlich mit dem Typen da reden, in meiner Geistform. Du bist der geborene Anführer. So, jetzt gehen wir wieder raus. Ich stehe einfach auf. Was ist denn das für ein Konstruktionsfehler? Wir drehen uns den Rücken und so. Ja, ja. Ja, das hat meiner auch gemacht. Ja. So, welche Spaß dies tun wir als nächstes töten? Machen wir das nicht andauernd? Ja, deswegen sag ich ja. Hier ist doch alles und jeder ein Spaß. Wir sind hier die einzigen geistig noch. Genau. Irgendwann haben die hier Steckbriefe, da sind sie bei Terroristen. Genau der. Oh, man erkennt sich an diesem Schrei. Oh, what? Bah, was so? Alter. Ich stehe gerade so vor so einem Typen, der meinen einen Angriff machen und der zuckt einfach nur wie blöd. Bist du noch da? Ja. Okay. Da kommen wir auf jeden Fall ins Video rein. Was mache ich auf deinem Bildschirm? Ich bin gerade in meinem Menü, Daniel. Wieso, was machst du denn da? Du stehst was da zum einfach. Teufel? Du stehst da einfach nur. Was zum Teufel? Was? Der ist einfach... Der ist durch die Tür gegangen. Der hat sich durch die Gitterstäbe gekriegt. Ey, ich stand die ganze Zeit vorne mir meinen... diesen Stichangriff die ganze Zeit mal, ich zuck einfach nur wie ein Blöder die ganze Zeit vor dem. Vor allem, der greift mich noch nicht mal an, ich stehe direkt neben den. Ja, du wolltest ihm deine Moves zeigen. Ja, wie können wir in die Geschichte verändern, wenn zwei exakt gleiche Typen. Genau. Ah, ich wurde von den Pfeilen getroffen, Daniel, kommst du gleich auch mal hin. In dem Moment, wenn er kommt, sieh ich auch. Aber welche gehören jetzt dir und welche uns, glaube ich. Ja, das war falsch getan. Ja. Ich fähr die alle ab, ich meine von denen, ja. Das sind meine Pfeile, du Pfeil. Mann, nee, doch nicht, ich hab's geschafft. Oh. Das Pfeil, ja. Ich hab den eingeschläfert. Was? Wie? Ja, ich hab den Schriftroller benutzt, dann sind die einfach umgekippt. Eingeschlafen. Au. Alter, warum hält die mehr aus als der eine? Geh mal da oben hin. Stehen bei dir hier noch welche? Ja, klar. Und guck mal, ey. Geile Anime. Geile Physics, das sind Future Physics. Der verrückte König ist gefallen. Kommt, wir müssen uns sprechen. Was? Einfach so eine Sphäre. Zeit, all dem ein Ende zu setzen. Wie oft will er eigentlich noch sein? Natürlich jetzt schon zum dritten Mal.
Ich kann dem nichts hinzufügen. Dieses Mal breche ich euch alle Knochen, Dathieu. Schon wieder. Ja. Hätte auch nicht wie ein normaler Mensch da reingehen können, aber. Mit der Zeit habe ich mich offen. Ich kann die Tüte schon mit dem Ratten nehmen. Das ist ein fucking Problem, Junge. Weg von dem. Er ist kein guter Einfluss. What? What denn? Oh. Oh Gott. Mann, Junge, das muss doch jetzt nicht sein. Wieso? Ich hab meinen Helm noch auf. Was denn? Oh, draw me like your French bitch. Boah, soll ich mich jetzt mal einsetzen? Mann. Na, falsch ist das. Das ist Sid 4. Ja, ich will gerade eine Klamotte ausziehen. Wir gucken dich beide an. Wir warten. Warum haben wir so Beate? Warum hat der so einen rasierten Brust? Und da kommt ein Spieler. Jetzt schlitzt er sich jetzt auf, oder was? Jetzt sticht sich die Augen aus. Ja, guckst du, hast du noch nie drei halbnackte Typen auf dem Tisch gesehen? Ich hab meine Schultern noch an. Ja, so. Bah. Der schreit uns an. Du bewegst den Fuß, wir tun so mit dem Fuß wackeln da. Ja. Wir machen ja nur eine Pause gerade. Wir können auch nicht dauerhaft die Welt retten, müssen auch was für uns tun. Der guckt mich an. Das ist noch ein anderer Spieler. Schon drei? Ja, der bleibt lieber auf Abstand, ey.